Ich habe jetzt in meinen letzten 3 Jahren bei 3 verschiedenen Mannschaften war ich und ich musste 3-mal umziehen. So. Also ich muss sagen, für mich ist das kein Zuhause so richtig. Also hier ist unser wunderschöner Garten. Hier ist mein Bereich. Wie man es kennt, denken die meisten ja wahrscheinlich, dass Fußballer immer so wild leben und alles drum und dran. Also die Gebetswäsche mache ich, damit das Gebet gültig ist. Plan B hatte ich bis dazu nicht wirklich. Deswegen ist mein Plan A mein Plan B. Wagwan oder Servus. Ich bin Abdul Fiesemeier, 21 Jahre, spiele aktuell bei TSG Hoffenheim und ich nehme euch einen Tag mit, wie ich meinen Tag verbringe. Nein, nochmal, sorry. Und ich zeige euch einen Tag im Leben eines Fußballers. Kommt mit rein. Also, wir haben jetzt früh morgens. Ich war schon wach, weil ich morgens mein Morgensgebet gemacht habe. Hier ist mein Wohnzimmer. Hier frühstücke ich dann morgens. Wie man sieht, habe ich eigentlich auch eine relativ schöne Küche, wie ich finde. Bin aber, was das betrifft, leider etwas faul, was Kochen betrifft. Und meistens ist es dann auch so, dass wir bei uns eine Kantine haben, wo ich dann meine Brotdose mitnehme und dann Essen einpacke nach dem Training und dann halt in meiner Mikrowelle schön warm mache und dann halt auch verzehre. Ich bin gestern mit der Mannschaft wieder zurück aus Amerika gekommen. Aus diesem Grund habe ich jetzt auch nicht wirklich was zu essen bei. Und ich nehme euch jetzt mal mit, wie ich einkaufen gehe, beziehungsweise was ich einkaufen gehe, um zu frühstücken. Draußen schlechtes Wetter, deswegen habe ich mir jetzt eine Jacke angezogen. Gestern noch 35 Grad in Amerika und heute trifft mich Regen, ja. Crazy. Ja, Guys, wie ihr seht, ist mein Auto nicht mehr so schön, wie es am Anfang war. Vor ein paar Monaten wurde mir hier reingefahren. Also ich bin ein guter Autofahrer, also daran liegt es auf jeden Fall nicht. Ihr könnt mir vertrauen, meine Beifahrer, die Leute, die hinten sitzen, müssen sich keine Sorgen machen. Also ich bin gebürtig aus Aachen, ich bin mit 6, 7 Jahren so nach Köln gezogen. Hab dann auch mit dem Fußball angefangen, als ich, glaube ich, 9 war oder etwas. Meine Nachbarn haben mich dann mit zum Verein, Dorfverein in Neubrück mitgenommen, wo ich dann auch als Torwart angefangen habe. Und mittlerweile bin ich Stürmer, also ich habe schon einiges hinter mir, was das betrifft mit den Positionen. Meine Mutter hat versucht, mir alles zu ermöglichen, aber hat dafür auf vieles verzichtet, wofür ich auf jeden Fall sehr dankbar bin. Und ich gebe mein Bestes, damit ich hier alles wieder zurückzahlen kann. Was auch niemals genug sein wird, aber ich gebe mein Bestes. Ich würde sagen, ich ernähre mich gesund, im Sinne von, dass die Basic stimmt und dann kann man sich auch mal was gönnen. Ich sage euch erstmal, das gibt andere Flavor für Haferflocken mit Bananen. Aber was ich selber gerne zu meinem Brot esse, also das ist jetzt nicht komisch oder so, aber vertraut mir. Vertraut mir einfach, okay? Schmiert euch hier diese Himbeerkonfitüre, schmiert euch das drauf und dann das mit Rührei essen. Vertraut mir einfach. Vertraut mir. Dankt mir später, okay? Also für Essen an sich gebe ich im Monat nicht so viel aus, weil ich meist viel an der Anlage essen kann und so weiter. Ich habe sogar einen aus meiner Mannschaft aktuell. Kann sein, der gibt mal 600 Euro oder so im Monat für Essen aus. Also der übertreibt gerne. Das ist mein kleiner Einkauf für heute. Leider habe ich Tüte vergessen, aber ist nicht schlimm. Ich habe mein ganz, ganz schönes Schachbrett immer zu Hause. Wenn ich Besuch habe oder so, spiele ich dann gegen die, wenn die Bock haben, weil gegen mich zu spielen, das macht nicht Spaß. Also hier ist mein Garten. Also das ist mein wunderschöner Garten. Ich habe Glück, dass ich echt coole Nachbarn habe, die das meiste hiervon gemacht haben. Davor, vor ein paar Monaten, sah es auch anders aus. Wenn das Wetter gut ist, zocke ich dann hier Tischtennis mit meinem Nachbarn oder Freunden. Aber ich glaube, mit dem Wetter ist es jetzt vorbei. Deswegen, ja. Ja, eigentlich bin ich aus einer Großstadt, Köln. Das ist natürlich nicht üblich, dass du dann so eine schöne View hast und so. Aber hier hast du viel von der Landschaft, viel Natur, frische Luft. Deswegen liebe ich es eigentlich auch oft, die Aussicht zu genießen und ja, einfach für sich allein zu sein, weil ich auch gerne eine Person bin, die für sich alleine ist. Wie man es kennt, denken die meisten ja wahrscheinlich, dass Fußballer immer so wild leben und alles drum und dran. Aber ich sag, es gibt auch welche, die es einfach genießen, so wie ich. Einfach eine schöne View zu haben, die Natur zu genießen. Ja, also ich bin gern für mich. Ich spaziere sehr, sehr gerne, als eher, keine Ahnung, feiern zu gehen oder sonstiges. Das ist eher nichts für mich.
Also ich nehme euch jetzt mal mit, wie es in der Moschee abläuft, für die, die noch nie in der Moschee waren. So, wie ihr seht, steht auch hier Hoşgeldiniz. Ich kann ein bisschen Türkisch, das heißt, wie darunter, herzlich willkommen. Also wie ihr sehen könnt, muss man, bevor man die Moschee betretet, die Schuhe ausziehen. Also hier mache ich jetzt erstmal meine Gebetswaschung, danach können wir auch reingehen. Also die Gebetswaschung mache ich, damit das Gebet gültig ist. Man wäscht dreimal seine Hände, dreimal Mund und Nase, dreimal das Gesicht, die Haare, die Ohren und dann die Füße. Jetzt sind wir ready für das Gebet und können beten gehen. Allahu Akbar, Allah. Sobald man die Moschee betretet, sollte man 2 Rakat beten. Und das mache ich jetzt. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also jetzt sind wir am Dietmar-Hopp-Stadion, wo wir unsere Spiele bestreiten. Hier frühstücken wir auch eigentlich immer vor dem Spiel. Und dann wird auf diesem wunderschönen Rasen da gespielt. Wie ist das so, wenn Kids kommen und die wollen ein Foto mit dir machen? Ist natürlich jetzt nicht oft bei mir der Fall, aber wenn, freue ich mich natürlich sehr. Und ja, ist natürlich schön, Kindern eine Freude zu machen. Bist du Fußballer? Spielst in der Regionalliga zurzeit? Machst du dir Gedanken über einen Plan B? Was ist, wenn es nicht klappt? Plan B hatte ich bis dazu nicht wirklich. Ich weiß, was ich drauf habe. Und so Gott will und ich gesund bleibe, weiß ich, was ich erreichen kann. Deswegen ist mein Plan A mein Plan B. Wir sind jetzt bei meinem Mitspieler Sören angekommen. Und bevor wir reingehen, Daumen hoch und Kanal aktivieren. What the f***? Also hier ist die Wohnung von Sören. Legen wir mal gucken, ob der da ist. Servus, Jürgen. Alles klar? Komm rein. Also Freunde, das ist der liebe Sören. Ja, ich bin Sören Diekmann. Ich spiele jetzt seit einem Jahr mit Abdul zusammen. Hab schon ein paar Vereine durch. War in der Jugend bei VfL Bochum, bei Borussia Dortmund in der U23. Also ich zeige euch das so, als wäre das meine Wohnung, weil das ist auch meine Wohnung. So. Grillen wir hier manchmal und so, also sehr, sehr schön, sehr gemütlich. Also das hier ist unser Place to be. Also hier sind wir meist mit den Spielern, haben unser Mannschaftsabend, weil Sören eine sehr schöne Wohnung hat. Sören, was würdest du sagen, das ist Abduls Rolle in der Mannschaft, wie würdest du ihn beschreiben? Ja, schon ein Quatschkopf auf jeden Fall. Also bei dem erkennt man auf jeden Fall sofort, ob der gute Laune oder schlechte Laune hat, muss man sagen. Also wenn er reinkommt und hat ein Lachen auf dem Gesicht, dann weiß man, jetzt wird's richtig nervig, der toucht gerne Leute an immer mal wieder, dann kommt häufig der hier so, ey, ey, ey. Also ich meine, man muss ihn nicht nur angucken, so ist schon unser Kraftprotz so im Team. Kann man sich schon eine Menge im Kraftraum abgucken, hat auch mittlerweile Kraftraumverbot bekommen. Von unserem Athletiktrainer, darf da leider nichts mehr machen. Aber ich muss sagen, seitdem ich jetzt nicht mehr pumpe auf den, ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also ich merke, dass das einen Unterschied macht und dass das auf jeden Fall besser für mich ist jetzt, was das betrifft. Wir müssen jetzt eh los zum Training, deswegen also müssen wir uns fertig machen langsam. Ja, lass uns mal fertig machen. Ich hole kurz meine Sachen noch. Also wir haben eigentlich unsere Sachen immer in der Anlage, deswegen brauchen wir nicht wirklich viel mitzunehmen. Auf geht's. Ich habe meine Jacke vergessen. Perfekt. Also schon was anderes, so alleine zu wohnen. Ne? Man weiß nie, wie lange ist man vor Ort. Ich habe jetzt in meinen letzten 3 Jahren bei 3 verschiedenen Mannschaften war ich und ich musste 3-mal umziehen. So. Ob ich mich dann zu Hause fühle, wenn ich die ganze Zeit umziehe oder keine Ahnung, keine richtige Bleibe habe, es kommt drauf an. Also jetzt fühle ich mich zu Hause. Also ich muss sagen, für mich ist das kein Zuhause so richtig, weil ich nicht angekommen bin. Also das ist kein Ort, wo ich mein Leben verbringen möchte. Das ist halt der Ort, wo ich arbeite gerade. Mein Zuhause ist eigentlich die Kabine. Dann gehen wir jetzt rein einfach, würde ich sagen, oder? Da gehen wir mal rein. Rein. Also hier ist unser wunderschöner Garten. Was man sagen muss, ist, dass es ein bisschen aufgeteilt ist. Also es ist cool, dass wir mit den Profis auf jeden Fall auf einem Gelände sind. Und das Gelände jetzt hier auf der linken Seite ist für uns. Wenn man hier durchguckt, ab jetzt wird es alles ein bisschen moderner und der Komplex ist jetzt von uns hier. Wenn wir reinkommen, ist auch direkt die Kabine hier auf der linken Seite. Hier ist mein Bereich, also hier an meinem Platz haben wir unsere Handtücher, haben einen Gebetsteppich, ganz wichtig.
Also ich meine, ihr habt ja gesehen, man kommt ohne Klamotten hier hin. Also man hat eigentlich nichts dabei, weil eigentlich alles vor Ort ist. Also im Spind sind die ganzen Sachen zum Duschen, was auch immer. Trainingsklamotten werden immer gewaschen. Da ist unser Korb, wo wir alles reinschmeißen können. Also da ist genug Platz für alles. Man muss eigentlich nichts mit nach Hause nehmen oder zum Training hin. Hier links ist dann unser Physioraum. Ich persönlich bin meist in diesen Reboots. Die tun mir echt sehr gut. Das sind auch eigentlich Abduls Reboots, weil also der nimmt die jedes Mal mit nach Hause. Und wenn ich zum Training komme, sind die nicht da, dann weiß ich schon, wer die wieder eingepackt hat. Abdul hat die mit nach Hause genommen. Deswegen gibt es auch immer Ärger, ne? Und dann stresst er mich ja. Und sagt, ich soll kommen, so. Ja, zu Recht. Ja, obwohl er die nicht braucht. Doch. Also hier ist unser Kraftraum. Meist fahre ich erstmal ein bisschen Fahrrad. Und ja, dann fange ich an, mich wirklich auf das Training vorzubereiten. Also vor einem Jahr musste der die Übung das erste Mal machen. Das war nicht ansatzweise so gut, wie es jetzt aussieht. Das war ein Tag in meinem Leben. Jetzt geht's raus auf den Platz. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und hier sind noch zwei Videos. Peace out.